Wir sind Postend. Wir bestehen aus einmal Keil Nummer 1. Hier haben wir noch Johannes. Hier vorne ist Masamori. Dort ist Jasper. Und ich bin Keil Nummer 2. Und man kennt es doch, dass man irgendwas noch machen muss. Wie man muss den Müll rausbringen. Man muss noch einkaufen fahren. Man muss was weiß ich, Google noch hacken. Und dann hat man am Schluss so viele Post-its rumhängen, dass man dann irgendwann die einfach nur noch verliert und nicht mehr weiß, was man machen muss. Und da versuchen wir mit Post-its zu helfen, indem wir eine Online-To-Do-Liste erstellen. Dazu haben wir einen einfachen Login-Screen erstellt, auf dem man ohne private Daten freizugeben sich einen Account für die Familie erstellen kann und dann sich einfach einmelden kann. So. Also hier sehen wir einmal die Hauptseite, da haben wir einmal den Task Manager, da, es wird später noch mehr erklärt, da kann man Ereignisse hinzufügen und dann können das die anderen Familienmitglieder abrufen. Dann haben wir einmal die Shopping List, das erklärt sich glaube ich von selbst. Dann den Meeting Point, da kann man einen Standort, wo man sich treffen will, sozusagen ausmachen unter der Familie. Dann Weather Facts, das sind Wetterfakten, historische Wetterfakten und da auch noch später mehr. Genau, also das hier ist der Task Manager und dort haben wir eine sehr simpel zu verstehende To-Do-Liste drauf. Wir haben eine Checkbox, wir haben eine Beschreibung und wir haben einen Löschenknopf. Und das Ganze funktioniert auch ganz simpel, sodass das jeder versteht. Man klickt auf den Löschenknopf, um was zu löschen. Man klickt auf die Checkbox, um etwas abzuhaken. Und man fügt etwas hinzu, indem man den Namen eingibt und auf den neuen Task hinzufügen Knopf drückt. So einfach ist es. Außerdem ist diese Seite natürlich mit den anderen Familienmitgliedern verbunden. Mit anderen Worten, wenn mein schöner Bruder, nicht Bruder, hier etwas hinzufügt, dann kann ich das auch sehen. Okay. Dann haben wir noch eine zweite Seite, die wir vorstellen möchten. Die haben wir eher aus Jux erstellt, weil wir noch was mit Open Data machen wollten. Hier sieht man, dass da eine Karte ist. Dort unten ist ein Pio, da sind wir. Und wir haben ein schönes Programm erstellt, was die nächste Wetterstation sucht. Die ist in diesem Fall hier oben, das ist Hamburg-Fuhlsbüttel am Flughafen. Und dann hier schöne Daten dazu anzeigt. Hier die erste Statistik, das ist beispielsweise die Anzahl der Tage, in denen die Durchschnittstemperatur im Jahr unter 0 Grad liegt, verteilt auf die Monate. Und danach die Durchschnittstemperatur von allen Jahren seit 1881. Da oben ist dann auch noch einmal eine ganz kleine Auswertung. Da steht, dass es aktuell 2016, das ist der letzte Datensatz, den wir bekommen konnten, da war es 7% im Durchschnitt wärmer als jetzt ganz am Anfang, wenn du mal runterscrollst, bei 1881. Die Daten, die haben wir vom Deutschen Wetterdienst und ja, dann daraus eine schöne Statistik erstellt. Das war unser Projekt, Post-it.